Und damit herzlich willkommen zu einem Let's Test Sergion Simulator 2013. Ich hätte mal nachschlagen sollen, was das überhaupt konkret heißt. Soweit ich mich schlau gemacht habe, ist das ein Chirurgie-Simulator der ganz besonderen Art. Es soll sich wunderbar steuern lassen, davon will ich mich selber überzeugen lassen. Man kann übrigens dieses Spiel supporten, damit es auf Steam erscheint. Ich flehe euch damit an, macht's besser nicht. Ich habe schon mal eingespielt. Click to begin, das machen wir doch glatt. Ja, wir können die Finger sogar alle einzeln kontrollieren, was ich ein bisschen makaber finde. Mit der linken Maustaste können wir die Hand senken, mit der rechten können wir sie rotieren. Ach du Scheiße. Und dann können wir ja schließlich noch die Hand bewegen. Das ist eine Simulation, wie ich sie kenne. So bewege ich meine Hand auch immer. Tja. Ja, wir sollen den wahrscheinlich operieren, den Patienten hier. Die Zeit läuft. Wir haben aber kein bestimmtes Zeitlimit. Es gibt sogar ein Blutlevel. Der muss sterben. Ja, dann gebe ich erstmal den... Pups. Gebe ich denen erstmal eine Nachricht auf den Weg. Du bist scheiße. Okay, da wollen wir mal die Hand senken und dieses Tüchlein wegmachen. Und alle Leute, die jetzt keine innere Haut sehen können, die sollten jetzt wegschalten. Allgemein sollte man wegschalten. Und das Du verabschiedet sich gerade. Dank der Physics-Engine, die auch immer existiert, keine Ahnung. Bei uns steht das Leben des Menschen im Vordergrund, deshalb sollten wir den... Ja, wir sollten dem mit einem Hammer die Wirbelsäule zerbrechen. Oder mit diesem schicken Gerät, was das auch immer ist. Ich glaube, das Radio brauchen wir gar nicht. Weg damit. Das war tatsächlich das Radio, die Musik wurde leiser. Wir hörten eigentlich Musik während einer Operation. Okay, was befindet sich in dieser Box? Ah, das Herz. Das sollten wir mal abgreifen. Wenn ich es denn mal greifen könnte. Na, ah, was ist denn das? Komm her, komm. Scheiß Herz. Ich sollte es erstechen. Erst die Hand sinken und dann alle Hände. Wir haben alle Hände voll zu tun. Wo soll denn das Ding überhaupt hin? So, ich glaube, damit ist die Operation erfolgreich gelungen. Was soll ich denn mit dem Scheißherz machen? Soll ich es dir in die Fresse schlagen, oder wie? Nein, wir sollen natürlich schon was Ordnungsgemäßes vollziehen. Ich glaube... Oh! Ich glaube, mit einer Wirbelsäule ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich habe noch nie jemanden so gesehen, der so atmen konnte. Was ist das für ein Glasgefäß? Das brauchen wir nicht. Am besten gleich erstmal aufschneiden. Dazu nehmen wir uns erstmal diese... Boah. Liebe Kinder, es gibt... Ich kann euch beruhigen. Man sollte sich diesen... Nein! Nein! Das Ding ist heruntergefallen. Scheiße. Wie sollen wir denn jetzt so schön abstechen können? Liebe Kinder, also... Ihr solltet das nicht zum Vorbild nehmen. Absolut nicht. Säge. Ja, ich weiß nicht, wie man das Ding bezeichnen kann. Ich würde mal sagen... Hups! Ich würde mal es als Mordsimulator bezeichnen. Die einzigste Möglichkeit besteht jetzt nur noch mit diesem Hammer, den wir ausgezeichnet balancieren können mit einem Finger. Und jetzt rein da. Schön rein da. Ja, was auch immer. Da ist ein Knochen reingerutscht. Jesus Christ! Und deine Wirbelsäule zerstört gerade deine Knochen.
Ich weiß nicht, Biologie ist bei mir lange her. Und dieser Hammer soll mich loslassen. Aber nicht aus dem Bild verschwinden. Keine Ahnung, was man hier konkret machen soll, also... Ich meine, ich habe Spaß. Mich selber sollte ich auch absolut nicht verletzen. Vor allem, was hat denn der schon hinter sich gehabt? Lass mich los, Tisch! Tisch! Huch! Ja, yeah. Einfach so mal die Hand ausgerutscht und schon ist das Glas kaputt. Ich sollte das Glas jetzt einfach so mal anfassen. Tut überhaupt nicht weh. Ich bin ein Mann. Ups. Jesus Christ. Ja, der Patient hat soeben Blut verloren, weil Glassplitter in seinen Körper gelangt sind. Ich kann mir das auch nicht erklären, also man sollte schon eine ruhige Hand und vor allen Dingen Fingerfertigkeit an der Tastatur haben, um dieses Spiel bzw. eine Chirurgie erfolgreich bestehen zu können. Da bleibt nur noch eins, die Todesspritze, die wir auch hochprofessionell anfassen und den Tisch mitziehen. Ja, nein. Schnauze. Ich glaube, den sollten wir mal eins jetzt mit der Rübe hier, mit der Tischplatte, eins überbraten. Ja, mit ihrem Körper ist alles vollkommen in Ordnung. Die Knochen brauchen sie sowieso nicht. Ich rette sie da. Oh. Da ist die eine Hälfte weg. Und jetzt haben wir eigentlich ein Problem, dass der Patient jetzt Blut verliert. Dann sollten wir mal das Herz nehmen und schnell da reinmachen. Ich hoffe mal, keiner mit Biologiekenntnissen wird mich hier anschnauzen. Los, Herz, arbeite! Wozu haben wir dann dieses Ding da? Ja, ich glaube, den Glassplitter sollte ich auch mal reinmachen, denn ich glaube, der kann ja nicht lange leben mit Glassplitter. Weißt du was? Leckst mir halt am Arsch. Wir sollten jetzt mal versuchen, das Glas rauszunehmen. Yeah! I got a highway to hell! Ich weiß nicht, ich drücke eigentlich alle Tasten. Die Tastatur sollte es schon fertig kriegen, mehrere Tasten drücken zu können. Dieses... Ja, nein! Ah, naja. Gilli, 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 gilli. Nee. Gilli, 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 gilli. Knochenstück braucht kein Schwein. Ich weiß was. Machen wir noch mehr Glassplitter rein. Oh Gott, no. Ja, wir müssen alle mal sterben. Warum du gerade eine Krankheit hast, ist mir leider schleierhaft. Willst du dir Brüste operieren lassen? Ich töte dich. Ich töte dich. Du hast den Tod reichlich verdient, mein Lieber. Deshalb kriegst du die Todesspritze integriert. Sogar die volle Dosis, also dann hast du noch Reserve. Ich weiß selber nicht, was man in diesem merkwürdigen Spiel machen muss. Was übrigens kostenlos ist. Gott sei Dank. Und vor allem diese 80er-mäßige Musik im Hintergrund hat ja auch was an sich. Und das ist eigentlich ein wunderschön gefüllter Magen, muss ich sagen. Beziehungsweise Bauch. Ich finde, da sollte noch was hinzugefügt werden. Nämlich dieses Glas hier. Oder dieser Becher. Das scheiß Herz braucht kein Schwein. Weil du guckst meine Videos nicht und deshalb brauchst du dieses Herz nicht. Das hast du nicht mal verdient, Alter. Das sieht aus wie ein Bleistift. Puh, das ist gar nicht mal so leicht, ein Chirurg zu sein.
Aber es ist immer leicht, alles falsch zu machen. Der krepiert uns sowieso bald hier. Gutti, 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 gutti. Ja. Raus mit den Knochen. Knochen braucht kein Schwein. Oh no, oh no, oh no. Oh, Jesus Christ. Ja, Jesus wird heulen, wenn der mich so sieht. So, ich glaube, das Teil brauchen wir ebenfalls nicht. Die Physik, die erlaubt es auch hier realistische Sprünge der ganzen Körperinnereien. Ja, das Ding brauchst du auch nicht. Also zum Atmen braucht man allgemein so ein Zeug absolut nicht, meines Erachtens. Da ist dein Herz. Ich sehe in dein Herz. Hole da ein paar Knochen raus. Dein Leben, das endet schnell. Ja, ein Chirurg kann sowas singen. Nee, jetzt haben wir alles raus, aber trotzdem verliert er Blut. Und wir können das scheiß pumpende Ding da drin... Ich weiß, es ist ein Herz. Das kriegen wir gar nicht raus. Da hilft nur eins. Platte über dem Kopf. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hüte dich. Ich bin der Hexenmeister. Mit der halben Arm. Mit einem Arm. Okay, der krepierte sehr, sehr schnell. Ich will keinen Ring. Keine Ahnung, hier ist mir noch nie eine Operation gelungen. Ich weiß auch nicht, wie wir die jetzt erfolgreich absolvieren können. Und vor allen Dingen, wo ist das Herz? In der Büchse ist es nicht mehr. Das ist... Alter, ist das runtergeflogen. Was soll ich denn jetzt damit machen? Wir müssen mal das Ding wieder einsetzen, bevor der uns endgültig krepiert. Nein! Das ist übrigens auch das Problem dieses... wahnsinnig erfolgsversprechenden Spiels. Man kriegt die Gegenstände nicht mehr wieder, wenn sie einmal runtergefallen sind. Schnauzedeckel. Kann irgendwer schon mal ein Grab für diesen Herrn schreiben? Das wäre sehr lieb. Meine Grabbelhand kriegt die ganzen Gegenstände bei Ihnen nicht mehr raus. Ja. Das sieht so unrealistisch aus. Okay, der stirbt sowieso bald. Von daher bleibt mir dann nichts anderes übrig, als dann bald ein Fazit zu bilden. Und vor allen Dingen, ja, ich belustige mich hier über einen Tod, aber im Allgemeinen tue ich das nicht. Aber meine Güte, das ist nur ein Spiel. Und... Sorgery failed and it was going so well. Tja, das sage ich mir auch dauernd. Es hat so schön angefangen. Es hat bloß 12 Minuten 30 gebraucht, um diesen Typen brutal zu ermorden. Ja. Man sieht, ich kann kein Chirurg werden. Also sollte ich mal eine Bewerbung abschicken als Chirurg und nehme als Beispielvideo genau dieses. Ich sollte das auf gar keinen Fall machen. Im Übrigen will ich jetzt kein neues Spiel anfangen, aber ich kann ja schon mal ein Fazit bilden. Dishurgion Simulator. Ich werde dann noch im Internet herausfinden, was das für konkret heißt. Mein Englisch ist ja ein bisschen eingerostet. Es ist ein Chirurgensimulator und ja, es hat sogar Physik. Wenn auch eine etwas seltsame. Besonders die Musik im Hintergrund, die passt auch wunderbar zu einer Chirurgenserie. Emergency Room, der Bergdoktor. Könnte man wunderbar in Theme-Hospital integrieren, aber ich weiß nicht. Die Steuerung ist extrem seltsam. Vor allen Dingen, ich steuere mit einer Mausbewegung die Hand. Und das ist so seltsam.
Die einzelnen Finger kann man bewegen, aber das macht das Spiel ja noch komplizierter. Weshalb man da bestimmt keine einzige Chirurgie erfolgreich schaffen kann. Von daher weiß ich nicht, ob man, wenn man Chirurg anfangen will, sich an diesen Spiel richten soll. Es ist kostenlos, man kann sich ja seinen Spaß dran machen, den Typen da dauernd umzubringen. Ich habe es immerhin noch 12 Minuten geschafft. Einige schaffen das wahrscheinlich bestimmt in 5 Minuten, den umzubringen. Aber je nachdem, wie ihr das schafft, ihr könnt euch das ja runterladen. Einfach den Titel des Spiels bei Google eingeben und ihr werdet fündig. Ihr braucht da übrigens noch ein Plugin. Surgeon Simulator. Ich find's eher ein bisschen... Ja, es hat halt die typischen Simulator-Charakter. Grafisch nicht sehr dicke. Und, naja, steuerungsmäßig und gameplaymäßig eher so, naja. Das soll es gewesen sein von Let's Umbringen diesen Kerl, beziehungsweise Let's Test oder Let's Trash Surgeon Simulator 2013. Damit habe ich den Kerl erfolgreich umgebracht. Und das soll ja keine Belustigung sein. Es ist ja schließlich nur ein Spiel. An dieser Stelle möchte ich dann erstmal sagen, dann bedanke ich mich erstmal, dass ihr dieses Let's Test erfolgreich überlebt habt, ohne gleich kotzen zu müssen. Und sage dann an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und dich bringe ich das nächste Mal nochmal um. Schnauze! Ich sage jetzt Tschüss!